und herzlich willkommen zu einem neuen Futtern. Ich weiß dieses Mal nicht genau, was drin ist. Ich habe schon rein, von oben reingeschaut. Mein Mann war nämlich einkaufen gewesen. Und ich habe gedacht, ich zeige euch, was ihr eingekauft habt. Und ja, ich fange einfach mal an. Ein Mann hat da Hackfleisch gekauft. Dann zwei Schinken. Wir wollen nämlich morgen selbstgemachte Pizza. Nein. Doch, selbstgemachte Pizza machen. Da bekommen wir nämlich noch einmal Besuch. Deswegen das. Dann Tomaten. Knoblauch. Irgendwie. Nicht so. Das war's, Knoblauch. Dann Tomatensauce. Polpa di Pomodoro. Genau, gehackte Tomaten. Einmal dann. Dreimal Mozzarella. Drei Stück. Die anderen zwei. Dann geht's weiter. Ah, jetzt die Tomatensauce. Zweimal. Dann hat er zweimal Kakao. Dann hat er für sich ein Deal geholt. Von der Lidl-Eigenmarke. Genau, dann hier nochmal gehackte Tomaten. Dann nochmal ein Deo. Dann hat er zwei Cola Zero Dosen geholt. Dann Maggi einmal, Salami, genau, was ist noch drin, Spaghetti, ich glaube, ihr möchtet dann Spaghetti, eine Bolognese machen, deswegen das Ganze, nochmal eine Cola-Dose. Und noch eine Cola-Dose, vier Stück. Dann hat er Mehl gekauft. Einmal Kacke. Super. Ein kaputtes Mehl, das kann ich nicht heben. Aber Mehl. Voll Mehl, dann dann zweimal Hefe für den Pizzateig, und noch ein Deo vom Lidl für Männer. Jetzt hat er drei Stück. Dann noch Milch, und ich glaube, es ist nur noch eine Milch drin. Genau. Und voll Mehl. Ja, zweite Mehl. Zweite Milch. Genau. Das ist das, was er voll Mehl, was er jetzt gekauft hat. Das werde ich jetzt natürlich gleich verräumen. Und ja, das ist ein kurzer Futter, aber es ist auch nicht so viel, was er jetzt geholt hat. Und ja, für zweimal kochen einfach, weil wir da Gäste haben. Und was wir sonst, wenn wir nur Brot essen oder so, keine Ahnung, mal gucken dann. Genau, ich verabschiede mich jetzt jedenfalls, und ich weiß nicht, ob ich vorher noch
Nein, ich werde nur diese zwei Videos jetzt dann dem nächsten Tag hochladen. Deswegen wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein. Genießt die Feiertage, hoffe ich. Habt die genossen. Wie auch immer. Ich hatte schöne Weihnachten gehabt und ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu und vielleicht werde ich noch ein Video drehen über Vorsätze fürs nächste Jahr. Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber das werdet ihr sehen, sonst kommt es vielleicht im nächsten Jahr. Anfang des Jahres irgendwann, aber da kommt noch ein Video auf jeden Fall. Das möchte ich dann noch drehen und ja. Genau, ich habe jetzt genug gelabert. Ich verabschiede mich auf diesem Video. Ja, ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch eben einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und je nachdem, man sieht sich entweder noch in diesem oder im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder. Also bis dann. Tschüss.